Hallo, mein Name ist Martin Tietjen und ihr kennt mich vielleicht als ernsthaften Fragensteller der Joyzone. Ich muss auch, glaube ich, nicht erwähnen, dass ich eine journalistische Ausbildung beim Norddeutschen Rundfunk gemacht habe. Heute möchte ich aber eher das Praktikum anwenden, was ich bei Brit absolviert habe. Meine Frage heute: Wie groß ist eigentlich dein Schniedel? Ich habe den weiten Weg von da drüben gemacht, um dich was zu fragen. Janus, wie groß ist dein Dödel? Was? Sag ich dir nicht. Kurz und schmerzlos oder soll ich ein bisschen rumschwafeln? Soll ich vielleicht mal nachgucken? Steht das da in deinem Computer drin? Kann ich mal bei ihm mal nachgucken? Mach kurz und schmerzlos bitte. Wie groß ist dein Penis? Das sage ich jetzt nicht im Fernsehen, Leute. Was ist mit euch falsch? Das möchte ich gerne für mich behalten. Markus, ich muss was fragen. Im Auftrag der Wissenschaft. Nee, geh weg. Ich weiß da, du reißt dich immer darum, diese sexuellen Joysons zu moderieren, nicht wahr? Ja. Das ist jedes Mal ein Streit. Du sagst, na, ich möchte so gerne. Markus, es wird immer krasser hier, ohne Scheiß. Biologische Frage. Ich habe ja gesagt, was hier mittlerweile abgeht. Für dieses Gespräch braucht es auch eine Atmosphäre, die irgendwie kuschelig, warm, gemütlich und vertraut ist. Mir habe ich jetzt Angst. Wie groß ist dein Geschlechtsteil? Ich mag dich, aber geh weg. Was willst du, Martin Tietjen? Wie groß ist der Penis deines Ex-Freundes? Bitte was? Guck mal, streichelt sie schon so ein bisschen. Hast du schon mal geschaut, wie groß oder nicht groß dein Schniedel ist? Ja, jeden Tag eigentlich. Journalistisches Streicheln, um so ein bisschen Vertrautheit aufzubauen. Eher Mikrofon oder eher... Tipp irgendwo drauf. Das geht dich ein Scheißdreck an, geht dich das? Ich tipp da drauf. Hier. Kann man damit nicht mit angeben. Diese Information ist nur für die Ladies dieser Welt. Mama, vergib mir. Wie groß ist der Penis deines Freundes? Vibrierst du ein bisschen, warum? War das im messbaren Bereich oder? What? Willst du einen kleinen Aufruf machen an die Ladies da draußen? Nee, ich hab doch schon eine. Was? Wie groß? Also. Tja. Wir machen eine Umfrage für das Infratestel Dima. Wenn du es vielleicht mit einem Tier vergleichen würdest, ist er eher ein Chihuahua oder ein Blauwal? Nee, komm jetzt, ich liebe Chihuahuas und Blauwale habe ich noch nie gesehen. Das geht in den Minusbereich. Also ich kann ihn einfahren. Wie groß ist der Penis deines Freundes? Er muss sehr klein sein. So. Oder so. Du darfst ja auch die Farbe auswählen. Was, das ist Inside Joyce wieder? Zack mit den Fingern. So, ungefähr so. Können wir dieses Gespräch nicht beenden? Das ist... Ist das, weil ich zu schwer bin? Lass uns Aufgaben tauschen. Chihuahua. Nicht die Frage stellen.